Das hier ist nicht wie ein Gedicht verlesen. Wie große Reden reden, einen guten Text zum Besten geben, es soll er sein Bezeugnis geben. Den Schöpfer aller Dinge ehren, für die drei Einigkeiten aufzustehen und sagen, ich will mit Jesus gehen. Das hier ist eher wie ein Anfang. Ich will ein neues Leben leben, die Sünde ablegen und selber anderen vergeben, wie Jesus heute noch mir vergibt. Ich will zeigen, dass ich anders bin. Nicht, dass ich besser bin, aber vielleicht besser dran. Nicht sagen, ich habe keine Fehler, aber Gott erkennt sie an. Denn er hat mich erschaffen. Ja, er erschuf die Welt. Kann nicht von mir ablassen, er ist alles, was mich hält und er ist da. Er ist da in schweren Zeiten. Sowohl in meinen wie in deinen. Ich sag's nochmal, er wird uns halten. Wenn wir anfangen zu weinen, wir sind niemals allein, wenn wir Gott kennen. Ich will mich zu ihm bekennen, mein Leben ihm zu wenden. Lasse das Schlechte im Feuer verbrennen und versuche neu anzufangen. Ihn an mich ranzulassen, auch wenn ich weiß, ich bin nicht würdig und ihm niemals ebenbürtig, sondern ich bin sein Kind und er mein Vater. Und in seinen Augen bin ich blind, aber er führt mich den Weg lang und ich habe noch keinen Plan, aber Gott leitet mich an. Und ich habe noch kein Ziel, doch die Zukunft verbirgt viel, denn sie ist schon in seinem Buch geschrieben. Und das mag jetzt vielleicht komisch klingen. Was bringt mir in ein Buch geschrieben, wenn ich es nicht lesen kann? Was meine ich damit, blind zu sein? Nicht blind im Sinne von, ich kann nichts sehen, aber weil die Dinge, die in meinem Blickfeld stehen, nur das sind, was Menschen wahrnehmen. Sein Plan, so viel größer, als dass ich ihn überschauen kann. Und man fragt, wie ich vertrauen kann. Wenn ich es nicht mit meinen Augen erfasse, dann ist es doch nicht wahr. Dann ist es ja nicht da. Und man fragt, was ist es wert? Ein Leben mit Jesus, das nur die Freiheit versperrt, mich mit Regeln belehrt und manche nehmen Abstand vor dem, der sich bekehrt, weil er anders ist als Christ. Vielleicht langweilig ist als Christ und irgendwie verrückt. Aber ich habe das Gefühl, sie wissen nicht, wovon sie reden. Sie sind blind wie ich und haben es noch nicht geschafft, den ersten Fuß zu heben, einen Schritt zu gehen, obwohl sie nichts als schwer zu sehen und nicht wissen, was da ist und was da kommt. Und ich sag, dass ich vertrauen kann, weil Gott mir andere Augen gab, als sie an meinem Kopf dran. Und sie denken, dass ich scherze, wenn ich sag, ich spüre im Herzen, dass da jemand ist, der mich bewahrt, jeden Tag. Aber es ist wahr. Und warum wird mir durch ein Leben mit Jesus die Freiheit beschränkt? Warum sollte ich glauben, ich sei eingeschränkt, wenn Jesus der ist, der mir Freiheit schenkt, der dort am Kreuz für meine Sünde hängt, niemals etwas Schlechtes denkt und trotzdem große Lasten trägt, weil er nur für die Menschen lebt und dennoch für sie stirbt, dann aufersteht. Ein Gott, der sich zur Erde senkt und nicht an seinen Vorteil denkt, der sich Schläge fängt, in die Enge gedrängt und ein Leben lebt, was sein Gott nicht kennt, nur damit sein Kind den Heiligen Geist empfängt. Und dieses Kind bist du. Und ich, wir sind die mit der Last, die er uns vergibt, ohne einen Grund, außer dem, dass er uns liebt. Die Taufe als Symbol des Glaubens, Bekenntnis zum Sohn, der die Sünde auf sich nimmt. Und obwohl ich es bin, der das Geschenk empfängt, weiß ich, dass im Himmel eine Feier anfängt, weil Gott sich freut über jeden, der es annimmt. Nicht nur ein Ritual, keine Qual oder aufgezwungene Wahl. Man fragt mich, was ich glaube und was nicht. Ich glaube an Gott und seinen Sohn, den Heiligen Geist, aber auch Dämonen, denn wer ans Gute glaubt, glaubt auch ans Schlechte. An den Teufel, gute und böse Mächte, und ich weiß, es wird nicht einfacher. Das Dunkle lauert hinter jeder Ecke, zeigt sich mir von Zeit zu Zeit und macht Zweifel in mir breit. Es ist nicht der Punkt zum Ausruhen, denn jetzt geht es erst los und ich glaube, ich bin bereit. Mit Gott an meiner Seite, der meine Sünden verzeiht, einen Weg bereit und Gaben und Zeit und Liebe. Talente, die wir in uns tragen, die noch verborgen lagen und nun nach Erlaubnis fragen, ihrem Herrn alle Ehre zu sagen. Das hier ist nicht wie ein Gedicht vorlesen, wie große Reden reden, einen guten Text zum Besten geben, es soll er sein wie Zeugnis geben. Und ich danke Jesus, denn er hat mir die Chance gegeben, den Weg zum ewigen Leben zu gehen. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf.